Bei der Rock Charity for Africa ließ es die Revival-Band ihre Fans wieder einmal wissen. Fetzige Rock- und Popmusik der 60er, 70er und 80er Jahre. Das ist ihr Spezialgebiet. Und dafür werden sie geliebt. Abzurocken für karitative Zwecke ist für die vier Bandmitglieder fast schon Routine. Wenn man die Vorgängerband, die Yesterday Revival Band, dazurechnet, sind wir im Moment bei 140.000 Euro, die wir für diverse Zwecke gespendet haben. Also mit dem Lions Club haben wir öfter zusammengearbeitet, mit den Kiwanis und diversen anderen Organisationen, auch Licht ins Dunkel. Und uns war das immer Anliegen, auch mit der Musik hier das zu verbinden und was Gutes zu tun. Gutes tun in vielerlei Hinsicht, denn hier blieb niemand stillsitzen. Die Tanzfläche platzte und die Stimmung bebte. Die Fangemeinde der Revival Band ist groß. Gefeiert und gespendet wird an diesem Abend für Africa Amini Alama. Eine Organisation, die viele wohltätige Projekte wie eine Krankenstation, verschiedene Bildungseinrichtungen oder ein Waisenhaus in Tansania betreibt. Also ich bin überglücklich zum einen, weil dieser Virus, der mich da zum Beispiel schon erfasst hat in Tansania, jetzt so übergesprungen ist. Ich eigentlich mit der Menge, mit dem Ansturm überhaupt nicht gerechnet habe. Und jetzt mir denke ich, bin überwältigt, dass so viele Menschen dem Motto gefolgt sind, let's rock, let's shake, let's dance and let's help. Und dass diese Idee so weiterleben kann und so weiter fruchten wird und heute, glaube ich, ganz, ganz viel hereinkommen wird. Ich weiß ja noch nicht, aber es ist ein toller Erfolg jetzt schon einmal. Die Ärztin Gabriele Hohlfeld-Weidloff hat das Charity-Event organisiert und zeigt kurze Impressionen aus Afrika. Die Kinder dort wollten für alle eine Videobotschaft überbringen. Zur Musik der stimmkräftigen Ellen beginnt eine ganz besondere Modenschau. Zu sehen gibt es die Afri-Dirndl-Kollektion. Eine Mischung aus österreichischen Schnitten und afrikanischen Stoffen. Dass die kräftigen und fröhlichen Farben der Kleider sowohl zu heller als auch zur dunkler Haut passen, ist der Designerin wichtig. Afri-Dirndl steht für das Zusammen, ja? Schwarz und weiße Models habe ich und egal wo, auch beim Fotoshootings oder so, das muss beide Farben sein. Und mit einem Augenzwinkern erzählt sie uns, warum die Farbe ihres Dirndls an diesem Abend rot geworden ist. Passend zu Stiegel natürlich wollte ich das Rote. Die nigerianisch-salzburgerische Trommlergruppe lädt dann wieder auf die Tanzfläche ein. Der Sänger Jubril engagiert sich selbst auch mit einem Hilfsprojekt in Nigeria. An diesem Abend will er aber hauptsächlich für Stimmung sorgen. Wir spielen Musik Südwest Nigeria. Uns geht es darum, dass wir singen und die Leute zu bewegen. Mission erfüllt. Denn es hat sich einiges bewegt. Alle Einnahmen dieses Abends wurden für den Wohltätigkeitsverein gespendet. Die Rock Charity for Africa, ein voller Erfolg.